So, da bin ich wieder, heute wieder mit einem Celsius-Video. Ja, ich weiß, das ist jetzt so eine kleine Celsius-Reihe, aber es kommt auch bald wieder anderer Content. Da erkläre ich euch kurz, wie man am günstigsten Celsius-Token auf seine Celsius-Wallet bekommt, ohne die hohen Gebühren zu zahlen. Also, starten wir ins Video. So, also unser Ziel ist es, kostengünstig die Celsius-Token auf unsere Celsius-Wallet zu kriegen. Weil wenn man versucht, in der App sich die Celsius zu kaufen mit Kreditkarte oder Banktransfer, fallen immense Gebühren an. Das erklärt auch, wieso sie so dicke Bonusse fürs Anmelden ausschütten können. Also nicht direkt über die Celsius-App kaufen, weil da zahlt ihr wahnsinnig hohe Gebühren. Um das Ganze zu umgehen, brauchen wir drei Dinge. Also das erste ist mal der Celsius-Account, den ihr wahrscheinlich schon habt, wenn ihr das Video anschaut. Und dann brauchen wir einen Binance-Account und einen FTX-Account. Einen Binance-Account werdet ihr vielleicht auch schon haben. Falls nicht, unten findet ihr den Referral-Link. Da spart ihr euch 10% von den Trading-Fees, wenn ihr den verwendet. Und ich habe auch für die FTX einen Referral-Link. Da spart ihr euch 5% von den Trading-Fees, wenn ihr diesen Link verwendet. Zahlt sich auf jeden Fall aus, den zu verwenden. Also ich zeige euch jetzt mal den Registrierungsprozess. Bei FTX, bei Binance ist er fast genauso, ja, also ziemlich ähnlich sind die, aber nur um das kurz schnell durchzugehen. Also wir klicken oben rechts auf Registrieren, dann poppt das Fenster auf. Dort müsst ihr dann nochmal sicher gehen, dass ihr eh auf Sign Up oben seid und nicht auf normal Login. Und dann gebt ihr unten die E-Mail-Adresse ein und das Passwort. Dann müsst ihr die ganzen Felder wieder ausfüllen. Ihr kennt das ja eh, bei jeder Exchange dasselbe. Name, Adresse und so weiter. Dann die Verifizierung mit Reisepass oder Führerschein. Ich habe es auf FTX übers Handy gemacht, einfach QR-Code eingescannt, kurz den Pass hingehalten und dann ging es schon. Dann dauert das kurz, bis die Daten überprüft werden, dann wird das genehmigt. Ja, und dann brauchen wir noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung als Sicherheit. Das heißt, sie geht auf Balances, dann auf Enable Two-Factor-Authentification. Und dort geht ihr alles durch, danach solltet ihr freigeschalten sein. Okay, und nachdem ihr euch registriert habt, verifiziert habt und 2FA angemacht habt, seid ihr jetzt nun auf der Plattform. Und was brauchen wir hier jetzt? Ja? Also wir wollen uns hier auf FTX die Celsius kaufen und sie dann von hier rüber schicken. Aber wir brauchen zuerst Funds auf FTX. Und ich habe ja gesagt, ich will die Funds aus meinem Liquid Swap. Ihr könnt natürlich von irgendeiner Wallet auch auf FTX schicken, aber. Also man braucht eigentlich keinen Binance-Account, man kann das auch von irgendeiner anderen Wallet machen, aber ich mache es halt von Binance jetzt in diesem Beispiel, ja, weil ich ja gesagt habe, dass ich die Funds von Binance jetzt langsam rüber transferieren will. Und das mache ich jetzt, indem ich sie auf Binance die Funds in BUSD umtausche, hier dann rüber schicke, sie dann in Celsius umtausche, diese Celsius dann auf mein Celsius Wallet schicke. Was müssen wir jetzt auf FTX machen? Also wir gehen als erstes mal auf Wallets. Und hier sehen wir USD und Stablecoins mit BUSD dabei und das wollen wir depositen. Das heißt, wir gehen auf Deposit BUSD und hier unten wird uns die Binance Smart Chain Adresse gesagt oder die BEP und das Memo, nur nicht die ERC20, weil da zahlt sie am meisten Gebühren. Ja, das Fenster lassen wir uns jetzt offen und jetzt schauen wir uns mal die Funds an. Also wie gesagt, ich werde dazu Binance verwenden und wir müssen zuerst jetzt mal die Rewards claimen. Also 94 Dollar haben wir jetzt im Liquid Swap. Die holen wir uns jetzt mal raus. Das ist in verschiedenen Währungen. Das müssen wir dann alles noch umswitchen in BUSD. So, das dauert jetzt dann kurz, bis es da oben im Wallet erscheint. Also wir sehen, die Funds sind schon da. Das ging recht schnell. Wir haben ein bisschen BNB, ein bisschen USD Tether, ein bisschen ein paar VeChain, ein bisschen Polkadot, ein bisschen Matic und so weiter, Ethereum, Bitcoin, Chainlink, BUSD etc. Gut, was wir jetzt machen müssen, wir müssen alles in BUSD tauschen, aber vorher holen wir noch die Sachen aus dem Swap, die ich eh schon rausholen wollte, weil diese Ramp-BUSD-Position, die möchte ich eigentlich nicht behalten, die wollte ich jetzt einlösen. Und alles in BUSD rausziehen. Wir wählen da unten BUSD aus und schon können wir sie einlösen. Und schon sind sie da. Also
50 Dollar in BUSD. Und dann haben wir jetzt noch den anderen kleinen Kram, den wir auch noch umtauschen werden. Wir werden uns das Ganze einfach machen und alles in BNB wechseln und dann diese BNB in BUSD umtauschen. Dafür gehen wir oben auf Konvertiere kleine Sagen in BNB oder Convert das steht, glaube ich, im Englischen da. Und hier können wir dann alle Coins auswählen, außer BUSD. BUSD wollen wir nicht in BNB wechseln. Und gehen nochmal die Liste durch. 0x hat ein bisschen zu kleinen Wert. Und jetzt können wir alles umtauschen. Das geht auch immer instant und dann habt ihr die ganzen, alles in BNB hier oben. Und dieses BNB, was jetzt 94 Dollar sind, das tauschen wir in BUSD um. Das heißt, wir klicken hier bei BNB auf Traden, BNB BUSD. Und hier sind wir im Sellfenster, der Preis ist zwar jetzt gerade ein bisschen unten, aber wir werden jetzt trotzdem keine Limit Order machen, sondern wir werden es einfach in den Markt verkaufen, weil eh genug da ist, dass das auffängt sozusagen. Das heißt, für das Video auch, damit es schneller geht, wir verkaufen 100% von unserem BNB, was wir jetzt alles gewechselt haben. So, und jetzt haben wir 143 BUSD. Ein bisschen BNB ist übrig, aber das wandert dann einfach ins Earn rein. Und diese BUSD, die schicken wir jetzt weg. Das heißt, wir gehen wieder aufs Wallet. Dann aufs Spot Wallet. Und hier haben wir jetzt die BUSD und die wollen wir auszahlen. Das heißt, aus Auszahlung oder auf Withdraw gehen. Und ja, hier können wir das Netzwerk auswählen, auf das wir das senden wollen. Und ihr seht hier auch immer die Gebühren. Also hier ist die Gebühr auf der Binance Smart Chain, auf der BEP 20, ist die Gebühr unter einem Dollar. Ja, also mega niedrig und dauert auch maximal 2 Minuten. Also super. Wir nehmen BEP 20. Da sagt er einem noch, dass man wirklich nur über die BSC-Adresse schicken soll. Also es muss die Binance Smart Chain unterstützen. Wenn ihr das woanders hinschickt, wo die Binance Smart Chain nicht unterstützt wird, ist das weg. Aber wir haben ja auf FTX eine Binance Smart Chain Adresse. Also wer das nicht weiß, Binance ist damals stark in FTX investiert gewesen. Aber mit den letzten Skandalen hat sich FTX davon distanziert und die Anteile sozusagen zurückgekauft und sind komplett selbstständig jetzt. Und ja, aber das nur am Rande. Also ja, ich bin mir sicher, wir nehmen jetzt die Binance Smart Chain. Jetzt müssen wir wieder auf den FTX Wallet wechseln. Hier sind wir jetzt wieder auf FTX. Wo wir vorher waren bei Deposit BUSD und ganz unten haben wir die Binance Smart Chain Adresse. Ihr könnt mir auch gerne BUSD hinsenden. Es ist schon spät, ihr müsst mich entschuldigen, machen wir weiter. Ihr müsst wieder zurück zu Binance. Dann geben wir hier die Adresse ein, kopieren sie, wählen nochmal Auszahlungsnetzwerk, Binance Smart Chain aus. Und jetzt wählen wir den vollen Betrag. Jetzt kontrollieren wir nochmal die Adresse. Es reicht eigentlich die letzten 3 oder die letzten 4 und die ersten 4. 0xc5 und 55c8. 0xc5, 55c8. Schnell überprüft. Und jetzt zahlen wir aus. Müssen wir nochmal bestätigen. Und da wird nochmal der Empfänger rausgegeben, nochmal die Adresse prüfen und weiter. Da auf Code erhalten klicken, um dann den E-Mail-Code zu bekommen. Und unten müsst ihr den Authentificator-Code eingeben, den ihr bei eurer Authenti-App habt. Ja, und jetzt müssen wir noch unten den Authentificator-Code eingeben. Der wird auch jedes Mal neu generiert, deswegen ist es egal, ob ihr das seht. Und wir drücken unten auf Senden. Die Gebühr ist 0 BUSD. Das finde ich ist super toll. Und jetzt warten wir auf die Genehmigung. Also wir sehen hier, normalerweise braucht es 15 Confirmations, bis es drüben ist. Wir können schon mal auf FTX schauen, ob es schon da ist. Schließen wir das Fenster jetzt wieder. Und können hier mal refreshen. Ich finde es lustig. Bei erwarteter Auszahlung schreibt er eine Uhrzeit hin,
in der Vergangenheit. Also, ja, ich erwarte mir, dass die Auszahlung schon erledigt ist. Ist super. Ja, leider dauert es anscheinend noch. Ah, okay, ich habe jetzt mal refreshed. Wir haben schon 9 Bestätigungen. Also, es müsste gleich drüben sein. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen ein Umweg und so, aber wenn ihr euch vorstellt, dass ihr jetzt über die direkte App 17 Dollar zahlt oder über Uniswap 20 Dollar mit den Gebühren, die da auf einen zukommen, mit dem Hin- und Hersenden vom Ether etc. Also, da seid ihr da auf jeden Fall kostengünstiger unterwegs. Ihr habt gesehen, die Transaktion hat uns unter einem Dollar gekostet. So, jetzt haben wir 20 Confirmations. Eigentlich müsste es jetzt schon drüben sein. Wir haben auch gerade die E-Mail bekommen und bumpf, es ist auf einmal aufgetaucht. Schon ist es da und damit können wir jetzt was kaufen. Können wir die natürlich in Celsius tauschen und die können wir hier oben einfach Zell-Token eingeben. Und hier haben wir Zell-USD um die 142 USD. Das sind 25 Celsius-Token. Ist jetzt noch nicht der Hit, aber das ist jetzt der erste Versuch über diese FTX-Exchange das zu kaufen. Also ihr seid live dabei. Ich hoffe, das funktioniert auch so gut, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Natürlich könnte man sich jetzt auch hier ein bisschen weiter unten mit einer Limit-Order platzieren, wenn man ein bisschen geduldiger ist. Aber das bin ich jetzt nicht. Deswegen einfach Market-Order und wir schieben den Regler auf voll. Wir kriegen 25,3 ungefähr Zell und kaufen die jetzt. Zunk. Und wir haben den Preis hochgeschoben. Wir haben gesehen, das hat den Preis ein bisschen hochgedrückt. Lustig. Ja, wie wenig das schon ausreicht, um den Preis ein bisschen hochzudrücken. Jetzt sehen wir hier unten auch, wir haben unsere Zell Balance 25,2 Celsius und die wollen wir jetzt withdraw. Das heißt, wir geben hier auf withdraw. Dann öffnet sich dieses Fenster. Hier haben wir die Zelladresse, die wir eingeben müssen. Dafür müssen wir jetzt auf Celsius Network kurz wechseln. Also wir sind hier auf Celsius. Es sieht jetzt schon ein bisschen lustig aus, weil wir gestern ein bisschen Bitcoin eingezahlt haben. Das hat gleich den Graph ein bisschen hochgekickt. Da ist der Bitcoin ein bisschen runter, dann wieder rauf. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Wir wollen nämlich Celsius einzahlen. Und das heißt, wir müssen oben auf Receive gehen. Am Handy ist es eh genau das Gleiche. Ich zeige es noch am Computer lieber her, weil man das schöner sieht am PC. Und wir wollen Celsius einzahlen. Das heißt, wir gehen hier auf Celsius auf die Receive Address und drücken auf View and Copy Address. Und hier unten haben wir die Adresse. Es ist eine ERC20 Adresse und die kopieren wir und gehen wieder zurück auf unseren FTX Account und tragen sie hier ein. Wir prüfen wieder die vorderen 4 und die hinteren 4. 0x96 280F 0x96 280F. Also es passt. Jetzt müssen wir noch den maximalen Amount auswählen. Die Adresse speichern wir uns unter Celsius. Und den Authentificator-Code müssen wir noch eingeben von FTX natürlich. So, und jetzt haben wir die Zelltoken von FTX auf Celsius geschoben. Das dauert ein bisschen bei den Ethereum-Konfirmationen. Aber wir haben uns mit dieser Methode jetzt einmal Ethereum-Gebühren gespart. Die Gebühren auf Celsius Network rüberschicken werden noch abgezogen von diesen Tokens, die wir gekauft haben. Wir werden dann gleich sehen, wie viel wir insgesamt jetzt auf Celsius Network erhalten haben. Aber es wird auf jeden Fall mehr sein, als würden wir es über die Kreditkarte kaufen oder über Uniswap. Und schauen wir jetzt mal ins Celsius Network Wallet. Und wir sehen, die Zellen sind schon da. Sie wurden auch schon gut geschrieben. Und es sind 22,77 Zell. Also über 10 Dollar hat uns jetzt doch die letzte Transaktion gekostet. Der Rest ist für die Transaktionsgebühren von FTX zu Celsius draufgegangen. Aber ja, es ist weniger als die Gebühren von der Kreditkarte. Also zahlt sich auf jeden Fall aus, diesen Umweg zu machen. Ja, und alle anderen Coins könnt ihr einfach so drauf schicken, von der Börse, die ihr wollt. Aber Celsius gibt es halt nicht überall zu kaufen. Und Uniswap, wie gesagt, zahlt ihr zweimal die Transaktionsgebühren. Einmal das Ethereum aus, ihr habt das schon auf dem MetaMask oben. Und einmal von Ethereum weg. Ja, das war auch schon die Erklärung, wie man am gebührenärmsten
Celsius Tokens kaufen kann und sie auf seine Celsius Wallet schicken kann. Nicht vergessen, die Promocodes vorher eingeben. Im letzten Video erkläre ich das eh nochmal genau mit den Promocodes. Also da könnt ihr euch zweimal 50 Dollar in BTC abholen. Also schaut euch das nochmal vorher an, bevor ihr euch registriert. Gut, das war's auch schon und wir sehen uns im nächsten Video.